Karies muss man früh vorbeugen, weil das natürlich dazu führen kann, dass Milchzähne zerstört werden durch die Karies. Dann können Milchzähne frühzeitig verloren gehen oder auch den bleibenden, darunterliegenden Zahn schaden. Da ist es ganz wichtig, darauf zu achten, dass Karies frühzeitig eigentlich schon vermieden wird oder auch frühzeitig erkannt durch regelmäßige Kontrollen. Man sollte darauf achten, dass schon ab dem ersten Zahn regelmäßig eine gute Mundhygiene durchgeführt wird. Das heißt, bei Kindern, wenn der erste Zahn durchgebrochen ist, dass man mit einer reiskorngroßen Menge Fluorid auch die Zähne putzt. Ungefähr 1000 ppm haben die Kinderzahnpasta-Sorten in diesem Bereich, das zweimal täglich. Wenn die Kinder älter werden, so ab 2, kann man dann mit einer erbsengroßen Menge Zahnpasta die Zähne putzen, auch zweimal täglich. Ganz wichtig ist es dann, dass man zu den zahnärztlichen Frühuntersuchungen geht. Die erste FU1A kann man zwischen dem 9. und 10. Lebensmonat beim Zahnarzt machen und die zweite Untersuchung dann ab dem 12. Monat. Mangelnde Zahnhygiene bei Kindern kann zu Karies führen und eben zum Zahnverlust. Zähne, die tief zerstört sind, können den bleibenden Zahn, der noch herauswachsen muss, schädigen und langfristig für Entzündungen sorgen. Die Prävention ist im Laufe der Jahre viel, viel besser geworden, weil die Aufklärung wirklich viel besser funktioniert. Also 78% der Kinder, die 12 Jahre alt sind, sind kariesfrei. Das heißt, da klappt das eigentlich ganz gut, dass man zweimal jährlich zum Zahnarzt kommt, zu den Kontrollen und dass wir die Eltern auch in Ernährungsfragen und auch zu der Fluoridierung gut beraten können. Das ist sehr, sehr erfreulich. Aber wir würden uns wünschen, dass da natürlich auch die letzten Prozent erreicht werden, weil Karies bei Milchzähnen ist auf jeden Fall vermeidbar. Ein No-Go in der Zahnpflege wäre auf jeden Fall, wenn man zu viel Fluorid nimmt, weil die Kinder im Kleinkindalter die Zahnpasta meist verschlucken und nicht ausspucken. Da kann es dann zu Überfluoridierung der Zähne kommen. Wir haben ganz gute Erfahrungen mit elektrischen Zahnbürsten gemacht. Diese sollten auf jeden Fall von den Eltern eingesetzt werden und die Kinder sollten nicht alleine die Zähne elektrisch putzen, weil es da auch sonst zu Verletzungen kommen kann. Ganz wichtig ist generell, dass bis zum 8. Lebensjahr die Eltern die Mundhygiene kontrollieren und auch nachputzen, weil ein Kind das im Grunde genommen noch nicht leisten kann, selbst einzuschätzen, dass alle Zähne gereinigt wurden. Man sagt im Grunde genommen ab dem 8. Lebensjahr, wenn die Kinder in der Grundschule auch selbstständig schreiben lernen, weil sie da eine gute Taktilität in den Fingern haben und es motorisch auch gut hinbekommen, die Zähne selbst zu putzen. Schwierig ist, sind quasi süße Säfte, die in Fläschchen gegeben werden, weil das dazu führen kann, dass ein süßer Saft die Frontzähne umspült und diese sehr kariös werden. Das nennt man auch das Nursing-Bottle-Syndrom. Insgesamt sind diese klebrigen Quetschies auch schwierig, da diese sich an den Zähnen gut anlagern und da auch zu kariösen Läsionen führen können. Zahngesunde Nahrungsmittel sind zum Beispiel Vollkornprodukte oder auch Rohkost, wo das Kind ordentlich kauen muss und wo sich kein klebriger Bolus entwickelt, der an den Zähnen haften bleibt. Wir im UKM bieten für die Kinder zwischen 6 und 18 Jahren eine bestimmte Kinderprophylaxe an. Also das nennt man dann IP, da werden die Zähne angefärbt, dann wird mit einer ausgebildeten zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin besprochen, wie die Zähne besser gepflegt werden können. Es findet eine Ernährungsberatung statt, auch eine Empfehlung, wie fluoridiert werden sollte. Die Zähne werden dann mit den Kindern zusammen gereinigt, auch teilweise mit dem Airflow. Das heißt, sie werden einmal mit einem Glycinpulver abgestrahlt, dass wirklich auch Belege runtergehen. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, um die Prophylaxe noch weiter zu fördern.